Yo, Guys, heute wieder euer Lysator Game und heute spiele ich eine Runde Minecraft Build and Talk. Ja, Leute, wie geht's euch? Seid ihr fett? Oh! Schaut es mal an! Ist das cool? Ja, das ist schon ziemlich cool. Also, das ich würde das so lassen. Da muss jetzt ja irgendwo rein. Ach, wie ist der denn in meinem Inventar? Mensch, wie ist ein Zufall? Das meine ich jetzt ernst. Vielleicht doch. Wer weiß das schon so genau. So, wir sind wieder zurück, Leute. Ich bin's wieder. Oh, der Swagmaster. 37. Ne, 37. Heute, also heute ist der 37. Ja, wir haben heute wieder mal ein bisschen freundliche Koop-Unterstützung. Ja, ja. Von Dottermann. Neben mir hat er sein Büro. Genau. Der gute Doktor. Der Astronaut, ne? Doktor. Ich muss sagen, ist Doktor. Gerade geprankt. Live-Prank hier. Ja, ja, ihr habt ja in die Kommentare geschrieben, das Audio war super. Dieses Beispiel, was ich hier in Part 17 ja eingespielt habe. Ja. Ne? Und ja, dann dachten wir uns, machen wir eine Corporation. Ne? Ja, das machen wir heute. Genau, darum sitze ich hier. Darum haben die Leute gesagt, hey, das, die Fans wollen es. Und dann habe ich es voll rein. Dann geht es. Ja. Hier in seinem Aufnahmeraum. Wir sind Channel supporten. Ja, ja, sehr cool. Sehr cool. Ja. Wir bauen hier unsere Bücherei. Das ist eine Bücherei. Mhm. Und der Astronaut hat gesagt, ey, das sieht aus wie Fabrikgelände. Und jetzt bauen wir hier noch so ein paar Schornsteine, damit es wirklich aussieht wie ein Fabrikgelände. Und da kann man sagen, so, geprankt. Das ist in der alten Bücherei. So, ne? Und man kann ja auch sagen, so ein bisschen ressourcenorientiert. Ne? So, alte Gebäude, die reißt man nicht ab. Das spart mir die Kosten und baut einfach eine schöne Bücherei rein. Ne? Das soll ja auch so ein kleiner Ansporn sein, sag ich mal sein. Ne? Was? Ist ja auch von dir. Also was sagt man? Ein Name vom Skript. Ja. Ja. Ja, ich wollte mal. Und was ist, was, sag mal, was ist denn du da gerade? Das ist aber eine gute Frage. Also was ich hier esse, das ist etwas neu auf den Markt geschickt ist. Echt? Was? Ja, es handelt sich hier um Airwatchers. Biscuits. Biscuits? Ja. Da darf ich mal auch hin. Nehmen wir nehmen. Ich kann mal gerade schön die Schale da. Mmm. Boah, köstlich. Ja, ne? Also die sind ja Biscuits. Die sind so. Mm. Ich muss auch einmal. Mmm. Also, unglaublich, ey. Heute können Blatt. Könnte er essen. Er ist aber echt so, könnte man. Könnt ihr euch jetzt welche anbieten? Ich würde machen. Aber ich soll bei euch selber natürlich welche kaufen. Ja, unter www.biostuff.de. Genau. Link haue ich euch in die Beschreibung. Und das Lustige ist. Was denn? Man hat gesagt, das solltest du jetzt nochmal essen. Diese Biscuits, so hat es Airwatchers auch offiziell gesagt, trinken, schmecken und lecker mit Airwatchers. Mit Airwatchers, was? Wir haben ja immer welches dabei. Ja, also. Auch im Speicher kann man sagen. Also dann auf Airwatchers. Der Nachgeschmack ist so ein Vanille, Martin. Dieser vollkommene Genuss ist einfach herrlich. Ehrlich, herrlich. Echt, da kann man nicht nur sagen, danke Airwatchers. Das geht damit, dass wir euch diesen Kooperation eingegangen sind. Und bis heute, ich meine mittlerweile schon ganze 15 Jahre. 15 Jahre? Das richtige Business ausgeben. Ich meine, 2003 damals, weißt du es noch? Das waren Zeiten. Das war. Unglaublich. Ja, also hier im YouTube müssen. Bitte. Natürlich, meine ich. Klein waren wir nicht, also ich würde sagen, das Business hat da schon geschwollen. Gut, ich war noch nicht da. Weil es auf YouTube so lange geht. Ja. Da hast du recht, da hast du mich gerade voll geprankt. Ja. Ja, das Skript ist halt, ne? Verwunderlich. Genau. Wir kennen ja das Skript vom anderen natürlich nicht. Also nur halt das, wenn wir irgendwas besprechen müssen, einmal ein Skript, das gemeinsam quasi aufgebaut ist und die andere hat sein eigenes. Ja, und da habe ich dich am Anfang geprankt und jetzt hast du mich hier noch veräppelt. Also war schon cool. Wenn ihr nähere Informationen zum Skript haben wollt, dann guckt auf meinen Kanal vorbei und schaut die Folge 80, wenn sie da rauskommt. Ja, natürlich, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ne? Ja, also ich mache auch ein bisschen Promo für den selber. Ja, klar, das war auch. Schau dieses tolle Muster an. Ja.
Natürlich, klar. Bei dir. Also ich sag nur der heutige Part. Hey Boys, wir sind zurück. Es gab ein kleines QC-Issue, kann man sagen. Und ja, es war hart. Es war wirklich extrem. Es war wirklich brutal. Und während du weg warst und wir das Problem hatten, ist Herr Dottermann reingekommen und meinte zu uns, probiert mal diese leckere Paste. Airwatches Effektpasten? Ja. Was ist denn das jetzt? Das soll angeblich ziemlich gut schmecken. Okay. Mit diesen Biscuits. Echt? Ja. Kann man die dort drauf machen oder? Nee, also du kannst so ein. Das ist halt ziemlich teuer. Okay. Meinte es mir. Okay. Das ist extra. Kostet dieses. Wie viel ist denn drin in diesem Fläschchen? Ein Moment. 25 Milliliter. Okay. Ja. Und der Preis? $400. $400? Okay, das ist dezent, wenig. Also, ja, also. Kann man mal zubereiten, würde ich sagen. Und er meint halt zu mir, okay, das wäre eine sehr leckere Kombi, ja, mit den Biscuits. Da muss man halt so wenig wie möglich kaufen. Mhm, muss man das wie so ein Toast zusammenfalten? Nee. Einfach nur ein Biscuit ein bisschen drauf und das war's. Auch bloß alles. Okay. Und das soll eine Geschmacksentlösung sein. Dann hebe ich mir das mal auf für spätere Folgen, sag ich mal, weil. Ich kann hier nicht an einer Folge zwei Produkte raushauen. Dann sagen sie gleich, hey, du Geld gar nicht so. Weißt du, ne, da muss ich einfach aufpassen, auch bei meiner Fanbase. Ne? Ja. Ja, sollte man auch wirklich. Ich kenn's ja. Ist ja kein Neuling. Ich höre diese Kommentare immer wieder. Hey, du bist voll Geld geil. Aber dann sage ich mal so Sachen wie, tja, aber würdet ihr auch nicht in meiner Situation so handeln? Dann sind sie immer leise. Da sind sie immer leise. Tja. Okay. Nicht sehr interessant. Tja, aber so ist es hier. Respekt an deine Stelle hier übrigens mal, dass du so solche, ich sag mal, Informationen mit uns teilst. Genau, so offen. Ja, so, die Fabrik ist gebaut. Was? Ich finde sie echt. Die Fabrik, die keine Fabrik ist. Ja, und. Ich würde gerne mal die in der Einrichtung sehen. Ich habe sie jetzt nicht so ganz. Die hier? Möchtest du hier sehen? Ja, ich weiß, es wird schon cool. Büchereien. Geprankt gerade eben, hast du gemerkt? Ja, habe ich gemerkt. Stand wieder im Skript, hast du glaube ich schon gelesen, das draußen war. Nee, hab ich nicht, ich mach's nicht. Achso, das machst du nicht? Mhm. Ja, das macht halt immer Bärs, weißt du? Typisch. Ja. Ich find's ein bisschen hoch. Ja, es soll doch dunkel sein, dann braucht ein bisschen Atmosphäre. Also Atmosphäre und. Achso, natürlich, aber du kannst dich ja hier immer sehen. Hier hast du zum einen das Fenster, wo das Licht rein läuft und hier mit deiner Fackel. Es läuft für mich. Verstehst du? Ach, was das Problem ist? Wenn du bei Dunkelheit oder bei Dunkelheit liest, dann werden die Augen. Das ist es ja. Das ist es ja. Man will, dass die Augen nicht so gut sind. Ach, in dieser Welt, das ist ja keine reale Welt, sind die Augen einfach zu heftig. Die können fast durch Wände sehen. Und es gibt ja auch in dieser, ich darf wohl sagen, Welt, Chefs, wie Dottermann. Ja. Und die wollen halt, dass man gewisse Sachen tut, gewisse andere Sachen nicht tut. Du, die Inneneinrichtung fällt mir wirklich, vor allem dieser Bogen mit den Regalen, ja, um die Ecke. Das ist echt, das ist schon wirklich sehr. Weil die Tür dahin, die irritiert mich. Ich dachte, die das. Hin. Die hier? Ja, es sollte auch eigentlich sein, dass nämlich die Kammer. Oh. Das heißt, also, wenn halt mal in dieser Weltkrieg sein sollte, kannst du diese Kammer stellen. Zwar nur eine, aber da bist du geschützt. Selbst vor. Natürlich. Jeglicher Art. Jeglicher Art. Oh, sorry. Der geliebte Zuschauer hat das natürlich schon längst mitbekommen. Kein Problem für den Swagmaster. Six. Entschuldigung. Wollte ich ja sagen, ja. Naja, man kann mich auch dann 64 nennen, weil. Ist okay. Also, das ist sein Motto. Mein Lebensmotto ist ja auch: nenn mich wie du willst, Hauptsache ich hab Geld. Und. kleiner Spaß. Ja, Spaß. Nee, ich meine, das ist das Erbe. Ja, weißt du, was ich mir denke? Was denn? Ne, du machst das ja sowieso. Was denn? Nee, wenn du diesen Fluss weiterbauen möchtest und den tiefer machen möchtest, könntest du doch die erste Schicht immer nur abbauen, dann Wasser platzieren und dann von der ersten Schicht weiter aus in den Boden graben. Dann würde ja sofort sich das Wasser dort raus. Da hast du absolut recht. Jedoch haben wir hier ein kleines, ich nenne es mal QC-Issue. Cool. Bei diesem wunderbaren Shader-Wasser, so nennt sich das. Der wird halt immer dunkler. Und dann muss ich los damit. Also, nee, Mann, ich meine, schau mal, wenn ich so tief bauen will, ne? Ich möchte das hier wirklich so tief haben. Das ist ja so episch.
Ja, aber theoretisch. Ja, das ist absolut, ja, absolut eine Möglichkeit. Vielleicht werde ich auch beherzigen. Das wäre die erste Info angeschrieben. Aber in dieser Episode etwas anderes machen. Ich möchte den Notch Tower ein bisschen erweitern. Epischen Watchtower. Ja, natürlich den epischen Watchtower, denn dieser epische Watchtower, der. Ja. Wie findest du ihn? Du fragst mich hier Sachen. Da kann ich eigentlich gar nicht sofort zu was sagen. Zu einem solchen Meisterwerk kann ich mich kurz setzen, äußern, es geht. Ja, ich brauche schon. Ich brauche die Möglichkeit, einen Zettel zu benutzen. Ein Zettel? Diesen Zettel schreibe ich voll. Dann kann ich sagen, was ich mache. Okay. Ziemlich. Doch interessant. Ja, das hat auch was. Ja, der Watchtower, der wurde damals gebaut, um eine Hilfestellung zu sein. So eine Art Statussymbol. Also je größer, desto besser, sagt man ja. Ne? Und so war das damals auch gedacht von den Gründern. Von den Gründern fährt er in dieser Welt. Und ja, mittlerweile ist es halt so. Mich auch. Verfickte Sonne, sag ich nicht mal. Nein, natürlich nicht. Die Sonne ist wunderschön. Stell dich mal vor, die bist du Nacht. Das wird sie nicht düster. Ach, nein, war sie nicht. Natürlich. Ja, Und hast du ein Thema, wo man so reden kann? Geld. Ist ja das dauernde Thema hier. Naja, hier bei mir noch nicht so, aber bei anderen Kanälen, sag ich. Ja, mal. Bei anderen. Bisschen. Mal. Ja, Geld. Ne. Gab's ja eine oder andere Diskussion schon. Ne. War noch letztens im Teamspeak und haben über Geld geredet. Ne. Die YouTube-Bezahlung. So. Ja. Es ist hart geworden. Es ist nicht mehr so leicht wie früher. Weißt du noch damals? 98? Ja. Da war es ein bisschen einfacher mit. Stimmt. So. Meins vor 98 Tagen. Natürlich. Ach ja, das kriegt man. Ja, schon cool, ne? Ja. Aber wolltest du ihn nicht erweitern? Also ausbauen? Ich bin ja noch nicht fertig. Denn jetzt? Jetzt habe ich eine Idee. Welch ein Gedanke! Gerade ist echt sagen. Ich habe gerade so eine krasse, epische Idee. Das kann ich dir gar nicht sagen. Das kannst du mir nicht sagen. Ich werde sie aber sagen. Oh, ja. Weißt du, was ich mache? Zack. 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 Okay, erkennst du es? Erkennst du es? Merkst du es? Du bist verstehbar. Lebe den Traum. Lebe den Traum. Komm schon, jetzt streng mal deine Gedanken an. Überleg dir, was ist das? Was ist das? Moment. Ja, genau. Was ist das Sache? Ein Sprungplatz. Wohin? Wohin? Was? Weißt du auch noch Wasser? Also, wo wir gerade von Wasser sprechen, so ein bisschen Airwatch, das wäre nicht schlecht. Man hört es. Sehr gut. Vielen Dank. So, bitte. Mmh. Dann mache ich mal, wie ich Zähne putze. Echt? Ja. Mit Airwatchers putzt du sogar 10, ne? Ja, das ist aber dann Airwatcher Dentist. Ach so. Dentist 4. Ja, da haben wir noch gar nicht die Rechte, sag ich mal. Nee, das ist auch nicht so eine kleine Dienst. Hm? Okay. Vielleicht mach ich dann mal so ein Review zu einem Produkt. Ja, das ist die Sprungbrett. Aber weißt du, wenn das. Schau mal, okay. Ich kann machen. Das Sprungbrett geht hier rein. Oh. Okay. Ich glaube, das war ein Loch. Du willst doch nicht etwa zum Erdkern vordrücken. Schon drücken? Vordrücken. Ja, das bin ich. Ich habe ein Ziel. Ist genau. Wie sieht das denn aus? Ziemlich cool, ne? Ich habe die Sorge, dass wenn du jetzt runterfällst, wieder auf so einen. Ich würde hier nicht runterfallen. So, und hier, genau. Genau. Aber schön. Das hier? Das alles hier? Ja. Die Mac. Alles. Alles. Es geht bis da unten runter. Hast du gehört? Deswegen auch so ein fettes, massives Eiche. Warte, Leute. Schwarz-Eichen-Bretter.
Planke hier, ne? Ja. Weil du einfach zu jemandem bist, da springst du in die Menge, so, oh, BAM! Verstehst du? Das wäre cool, ne? Ich hab echt keine Idee. Ey, ich bin mega krass auf. Verwegen die Idee. Verwegen? Mhm. Das wird sich schon. Also jetzt. Ich hab die Idee. Ich hab die Idee. Ne, du hast ja schon eine Mainkirche. Ja, hab ich wirklich. Aber ich wollte was anderes machen. So was Idee. Du hast mich echt auf eine gute Idee gemacht. Mit Schubblock. Was? Du kannst nicht. Okay, so. Glaubst du mir nichts? Wird das funktionieren? Ja, nur. Ja, das reicht aber. Eines, Alter, schau dir den Schatten an. Boah, jetzt haben wir Licht. Das hier ist nämlich die Kammer zum Leben. Weißt du, da kannst du reinspringen. Ja. Ja, Leben riskieren. Leben sogar riskieren. Okay. Natürlich riskieren. Was hast du denn gedacht? Ich dachte, man kann da sein Leben genießen. Nee. Oh, Männerhöhle. Das wird nicht richtig gemacht. Der Männerhöhle wird Geld verschossen. Hier, das ist der Lebenskrater. Okay. Da muss aber noch ein Bild passieren. Weißt du, und da. Ach ja, haben wir schon mal gesehen. Ne? Weißt du, und hier in diesem. So-called Lebenskrater. Da werden wir. Hast du es gesehen? Diesen Effekt? Ja, hab ich gesehen. Der hat schon viel witzig. Oh, oh nein, stopp. Du hast doch nicht die Förmlichkeit verändert. Doch, genau das ist es ja. Nein. Normal bin ich immer für Förmlichkeit, aber in der Man Cave gibt's so eine Scheiße nicht. Man Cave? Da kann ich nicht wissen. Gut ab. Ich weiß, natürlich. Also deswegen stelle ich auch auf 18, weil das so ein bisschen heftig ist. Weil da sollte man wirklich schon 18 sein, dass man hier, ja, ich nenn's mal, gucken darf. Also, ich hab's gesehen und ich war auch schockiert. Aber schau dir das mal an. Ich finde das mit dem Lichteffekt irgendwie ziemlich interessant. Ja? Interessant, ja, ich find's tatsächlich, hier ist halt in dem einen Loch da oben, da, aber das ist später ganz anders aus. Irgendwie, ja, das ist ein anderes. In einem Video, das niemand kennt, meinst du? Ja, das niemand kennt. Du kennst es. Ich kenne es. Was sagt wie gut ist? Tja, überleg mal, was das sein kann. Schau dir diese Ruhe an. Da unten geht gerade die Post ab, da ploppt sie aus. Aber hier siehst du gar nicht. Tja. Jetzt schauen wir mal rein. Kommt Leute, wir schauen mal rein. Was ist das? Oh. Okay, ziemlich cool, ne? Jetzt machst du den Block wieder oben weg, weil du suchst und denkst, war da nicht zu viel. Eben, und das ist halt die Idee. Ich werde jetzt hier so den roten Block als Signal setzen. Und in Episode, weiß ich auch nicht, vielleicht 57. 57, das klingt schon mal vernünftig. Vielleicht auch früher, wahrscheinlich früher. Werde ich hier drauf zurückkommen. Und dann werde ich die epischste Man Cave der Welt bauen. Ich. Und dazu, erstmal ein Airwatch. Cracker. Biscuits. Ne? Biscuits. Ich finde das cool. Für mich ist es Biscuit. Okay. Oh. Achso, ist ein bisschen zu gut für dich. Ja. Oder zu schlecht, besser gesagt. Ja, zu schlecht. Ich verkrümel sie an. Verkrümel sie mit Kollege. Ja. Das ist ein guter Anspiel. Denn wie wir alle wissen, im Part 20 gibt es ja Modern House. Wurde hier gebaut. Wurde schon im Part 17 angekündigt, ne? Weißt du ja. Ja. Ich guck gerade auf den Timer. Ich sehe. Das Video hat Überlänge. Das ist Überlänge. Deswegen stelle ich mich einfach mal hin. Oh, mein Haus. Das ist mein Haus. Jeder darf. So schaut's. Aber ich brauche noch einen hier. Warte. Epic Moment Screenshot. Ja, natürlich. Den mache ich jetzt mal während der Aufnahme. Normal mache ich das nie, aber heute. Guck mal, der Tag gekommen. Guck mal, die Live-Action. Bis jetzt habe ich nur einen einzigen Screenshot gemacht. Vorbei. Im Horrorspiel. So. Die Signalroute kommt. So. Zack. Einfach ein Screenshot geholt. Ach, der hat einen Screenshot gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn die Zeit reif ist für Helden. Wenn Helden gebraucht werden. Dann rufen wir sie an. Ja. www.kann. Okay. Nee.
Lebens. Tschüss. Tschüss.